Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22 hier bei mir auf dem Kanal. Und wir spielen die Alpenmap Neumedibrunn. Und wir sind jetzt hier mitten in der Forstwirtschaft und wir müssen ein bisschen hier noch Stumpen beseitigen. Das ist gar nicht mal so einfach hier mit dem kleinen Waldra, weil wir sind hier voll am Berg. Oh, da ist noch ein bisschen was. Wir sind hier voll am Berg und da muss der Kleine ja schon ein bisschen kämpfen. Schauen wir mal, sind da noch? Nein, da sind noch keine. Ihr seht schon, es ist schon ganz schön hier abgeholzt. Und deswegen würde ich auch gleich beginnen wollen, mal mit dem ersten Aufforsten. Mal schauen, wie das Ganze funktioniert und wie sich das dann darstellt. Ich habe hier noch ein bisschen gemalt, damit wir dann besser an die Sachen auch rankommen. So, da ist noch was, da ist noch was. Jetzt ist es weg. Sehr gut. So. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir hier am besten rankommen, ohne dass wir hier gleich den Berg runterfallen. Okay. Ein bisschen rückwärts und dann nochmal vorwärts. Und dann am besten das Ding gleich runterlassen, weil dann bremst er nämlich genau jetzt hier an der Stelle. Sehr gut, das sollte so gepasst haben. Jetzt haben wir da noch einen. Da unten haben wir noch ein bisschen was. Okay. Und bremsen, bremsen, bremsen. Und runterlassen. Okay. Schauen wir mal. Jo, ah, nee, da ist noch was. Aber ist das jetzt nur ein Rest? So, Freunde, also wie gesagt, wir sind jetzt hier voll in der Forstwirtschaft. Und das wird uns richtig Kohle bringen. Da bin ich fest davon überzeugt. So, den hier langsam runterfahren lassen. Denn mit unserer Produktion, mit der wir jetzt jede Menge Häckselgut machen, da werden wir richtig im Winter Zaster machen. Auf jeden Fall. So, ups. Hat er? Okay. Ja, das ist jetzt mit dieser Fräse überhaupt gar nicht so einfach. Und wieder hoch. Nee, hoch. Ja. Und umgekehrt denken. Ist die jetzt oben? Jetzt ist sie oben. Okay. Ich glaube, da drüben haben wir noch irgendwo einen Stumpen. Der muss auch noch weg. Und dann fangen wir nämlich mal hier an mit Pflanzen. Und das Problem ist natürlich ein bisschen der Hang hier. Das muss man einfach so sagen. Also wir haben hier mit diesen Maschinenschildern schon ein Problem. Die kommen ja gerade mit ihren PS da hoch. So, er kämpft hier sich auch immer über die Stupperfräse, über die Stumpen. Da ist noch was? Nein, da ist nichts mehr. Okay. Ja, komm, komm, komm. Aber die macht das relativ zügig. So, stopp. Ja, jetzt dreht sie. Dreht noch ein bisschen aus, ne? So, ist sie weg? Jo, die Stumpen sind weg. Sehr schön. Jetzt muss ich gerade noch mal schauen. Okay. So. Ja, man muss sich schon reinsetzen, sonst wird es ein bisschen schwierig. So, immer diese Umdenkerei, diese Spiegelverkehrte, wenn man es nicht gewohnt ist. So, dann warten wir mal hier ein bisschen ab. So, zack. Und drehen. Sehr schön. Motor aus, aussteigen. Und dann werden wir noch die restlichen Bäumchen holen. Das hier werden wir schon wieder verarbeiten. Ach, jetzt ist ja hier unten rechts, steht es ja auch schon. 38.942 und 80.000 haben wir schon drin. So, dann können wir das Ding hier nochmal anschmeißen. Dann soll der hier nochmal verarbeiten. Oh, das flutscht. So, Motor an. Und dann schauen wir mal, was wir da oben noch an Bäumchen haben. Da oben ist noch einiges. Und hier mit dem Kollegen kommen wir gerade so hoch. Also sobald das dann hier wirklich floriert, die Einnahmen nur so sprudeln, müssen wir wieder reinvestieren. Denn ihr seht es, der kommt hier gerade mal so hoch. So, da haben wir ein bisschen ein Bäumchen, ja, ein bisschen zu viel geschnipselt. Hups. Ja, die Idee... Oh. Oh, nee. Der bremst überhaupt nicht. Der kommt überhaupt nicht mehr hoch. Okay, dann fahren wir runter. So, jetzt nochmal hoch. Boah, der kämpft, der kämpft.
Naja, wie gesagt, im Anfangsstadium ist das soweit alles noch okay. Dann sparen wir noch das Geld, aber wir brauchen auf jeden Fall ganz andere Maschinen. Und wenn wir das richtig geschickt anstellen, dann können wir hier am Berg auch ein bisschen die Bäume runterrollen lassen. Das hilft auch. Jetzt mit Seilwinden, das wäre natürlich auch ein Thema, was wir dann auch mal ausprobieren könnten. So, den lassen wir jetzt hier ganz normal geschmeidig runterrollen. Also umgefallen ist der mir noch nicht. Bis jetzt macht er hier einen sehr, sehr guten Job. Aber da muss man echt mal überlegen, ob wir dann mit Raupen oder ähnlichem hier arbeiten. Aber ich habe es auch schon in der letzten Folge gesagt, wenn wir hier natürlich mit einem Vollernter arbeiten und dann Ketten drauf machen oder einen Raupenantrieb, dann dürfte das eventuell auch besser laufen. So, jetzt müssen wir erstmal hier wieder hoch. Und dann mit Schmackes. So. Aber wie gesagt, das mit der Poltergabel, das klappt hier sehr gut. Damit komme ich relativ gut zurecht. So, jetzt müssen wir mal schauen. Der ist ein bisschen lang, oder? Ah, jetzt kommen wir wieder nicht mehr vorwärts. Doch, so. Und dann lassen wir den wieder rückwärts runterrollen. Sehr gut. Da wäre uns beinahe der Zahnstocher hier rausgeflogen. Der, die, das, Mikado. Sehr gut. Okay, jetzt haben wir da drüben noch zwei und da oben haben wir noch irgendwie ein Teilchen, gell? Ein Stück. Okay, das packen wir noch weg. Dann wollen wir mal schauen, wie das dann jetzt gleich läuft, wenn wir hier neu anpflanzen. Ich habe ja gesehen, da gibt es zwei verschiedene Setzlingskisten. Die einen sind mit den großen Setzlingen. Ich vermute, dass die dann auch schneller wachsen sind, aber dann auch nur für 1000 Euro. Ich glaube, 1000 waren es, 20 Setzlinge. Und dann gibt es nochmal eine Palette. Ja, das muss ich mal ein bisschen mehr aufmachen. Stopp auf, nicht zu. Hoch. So. Und dann gibt es noch eine Palette mit 240 Setzlingen, glaube ich, für 7000. Und aber die sind ganz, ganz klein. Und 200 Setzlinge werden oder 220 werden wir jetzt hier erstmal gar nicht verbraten können. Ui, der rennt aber. Wupp. So, ja, okay, der Tank ist halb voll und die Wartung, ja, das geht auch noch. Weil früher oder später, also der ist schon ganz schön hier unter Belastung. So, und auf. So, jetzt haben wir da drüben noch zwei Stück. Glaube ich, zwei. Dann hätten wir soweit erstmal alles aufgeräumt und dann können wir uns mal um das Setzlingpflanzen kümmern. So, mach zu. Und die Fläche hier wird dann von mir alles mit Waldboden gemalt, damit wir definitiv auch sehen, wo dann die Bäume sind, vor allem wenn man sie fällt. Also da muss man schon sagen, das ist natürlich bei dem Bewuchs, der da oben sonst überall ist, ist es dann schon ganz schön schwierig, nur eben mit der Kettensäge die Bäume zu entasten, weil man dann schier die Bäume dann nicht findet. So. Das letzte Bäumchen, das letzte Stämmchen. Gut, 3.297.000. So, das lassen wir mal noch durchlaufen. Dann sind das über 200.000, wenn wir es geschickt anstellen. Dann kriegen wir damit dafür auch über 200.000 Euro. Das ist natürlich nicht verkehrt. So, dann schauen wir mal. Und ja, lassen wir es gut sein. 488. Ups, beinahe gegen die Gabel gelaufen.
Jetzt schauen wir mal, und zwar bei Forstwirtschaft. Forstwirtschaft. So, da haben wir diesen Setzling. 120 PS. Okay. Okay. Zack. So, dann lassen wir das mal hier. Gut, und dann fahren wir mal zum Händler unseres Vertrauens. Und dann werden wir uns mal den Setzling oder den Baumsetzer oder wie hieß das Ding? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Ah ja, ihr wisst schon, wovon ich spreche. So, dann holen wir uns das auf jeden Fall. Und ich denke, wir werden erstmal mit diesen 20 Setzlingen beginnen, um einfach mal zu sehen, wie sich das hier mit den Bäumchen entwickelt, ob da was angezeigt wird. Weil Forstwirtschaft habe ich schon lange, lange, lange nicht mehr gemacht. Ich glaube, das war im Landwirtschaftssimulator 17 oder so das letzte Mal. So, ups. Okay, ich glaube, da ist nichts. Nein, da kommt keiner. Okay. Und deswegen bin ich da auch gerade ein bisschen gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Auch mit diesen neuen Maschinen, die ja im Platinum-Paket mit dabei waren in dem DLC. So, ach, jetzt hätten wir da natürlich rechts runterfahren können. Ja, aber wir können auch hier rechts rein. Oh ja, stehen ja auch ein paar schöne Bäumchen. Bin ich gerade mal überlegen, waren die vorher schon mal da? Oder sind die mit einem Update dazugekommen? Hm. So, Vorsicht, nicht die, den Felsen runter. Jo, und dann bin ich mal, wie gesagt, gespannt, wenn wir 20 Setzlinge haben. Und das ist ungefähr das, was wir jetzt auch an Bäumen, glaube ich, gefällt haben. So um die 20 Stück. Und wir für 1000 die dahin pflanzen und kriegen dann im Prinzip 200.000 raus. Und das mit relativ geschmeidiger Arbeit. Relativ, muss man sagen. Also was man nicht unterschätzen darf, ist natürlich die Lage. Weil das ist ja ganz oben am Berg und ich habe es da schon probiert, selbst mit dem Lamborghini und dem Hänger. Also da muss man schon sagen, der kämpft ganz schön da hoch. Also das wird dann auch mit Sicherheit ein bisschen vom Transport her, ja, ich sag mal anstrengend. Wir müssen noch mal schauen, ob das dann automatisiert geht mit dem Helfer oder ob wir das wirklich dann von Hand machen müssen. Übrigens, das werden wir uns dann gleich auch mal anschauen, eine Option wäre auch für die Zukunft, weil wir können ja die Hackschnitzel entweder verkaufen oder zum, ich weiß gar nicht, Blockheizkraftwerk bringen. Da werden wir jetzt gleich mal vorbeifahren, denn die Option wäre natürlich auch dieses Teil zu kaufen. Und das habe ich schon mal mir angesehen, was es dann da gibt. So, jetzt aber erstmal Forstmaschinen und dann werden wir dieses Teil hier erstmal kaufen. Hilft ja nichts. Nee, ist nichts anderes da, oder? Zum Pflanzen? Haben wir das letzte Mal schon geschaut, oder? Ja, da ist jede Menge, aber ich wüsste jetzt nichts. Das Zeug gehört ja alles hier zum Platinum. Okay. So, ich schaue hier nochmal. Platinum Expansion. Okay, da sind natürlich hier schon Maschinchen, gell? Also hier da mit dem Vollernter, mit dem hier mit dem Raupenantrieb, da könnte man natürlich, glaube ich, relativ gut am Berg arbeiten. So. Nee, da kommen jetzt die Anbauteile, die Zubehörteile. Ja, okay. Hier der Volvo, das ist natürlich hier der Highlift, das ist natürlich schon ein Highlight. Aber das ist ja nur interessant, wenn wir wirklich die Bäume auch verladen. So, da haben wir Anbauteile, der Heber. Okay. Und da die Setzlinge, das sind diese Setzlinge, 240 Stück. Okay, 7000, aber das sind eben kleine Setzlinge. Das müsste man dann wirklich mal ausprobieren. Ich vermute, das dauert einfach länger. Diese Palette mit Baumsetzlingen, ja, da steht nichts. Steht da irgendwas? Fichte, ach, das ist ja lustig. Ach, lustig. Birke, Eiche, okay. Ahorn. Okay, da müssen wir sogar ein bisschen aufpassen, aber da steht nichts dabei, wie lange das braucht, ne? Das wäre halt interessant. Okay, die Baummarkierer, nee. Also, so wie es aussieht, ist es nur dieses eine Teil. Damit müssen wir Pflanzen bzw. die Setzlinge dahin, ja, setzen. So, das Ganze werden wir kaufen. Haben wir noch Geld? Wir haben ja noch Geld. Und jetzt schauen wir mal, Palette, Setzlinge. Ich glaube, hier kann man nichts auswählen, oder? Ach du Schande, doch. Kiefer.
Pinie. Jetzt müssen wir mal Folgendes machen, weil jetzt bin ich gerade ein bisschen... Okay, jetzt müssen wir mal schauen, was wir da am geschicktesten pflanzen. Weil da waren ja welche, die sind ja über 30 Meter groß geworden. Und das werden diese hier sein. Fichte. So, das ist, glaube ich, nicht so interessant. Kiefer. Ja, Fichte. Die Fichte, glaube ich, bringt am meisten, oder? Fichte, die wächst relativ 25 Meter. Was haben wir hier? Kiefer oder Fichte? Ist hier gepflanzt. Also. Ja, also die Kiefer bringt natürlich einfach, ich sag mal, schöne gerade Stämme. Da müssen wir natürlich auch mehr, Quatsch, die Fichte. Da müssen wir natürlich dann auch mehr entasten, aber for what, ne? Okay, also die Fichte. So. Zack. Fichte. Ach, Grundpreis. Da gibt es dann verschiedene. Birke, Eiche. Ach, da gibt es dann das gleiche. Okay. Felsenbirne. Ist da überhaupt was drin? Hä? Okay, ich will hoffen, dass da was drin ist, wenn ich das Ding jetzt kaufe. Möchtest du kaufen? Ja, möchte ich. Okay. Okay. Her. Fichte, 20 Liter. Gewicht 280 Kilo. Aha. Okay, wenn es schön macht. So, jetzt müssen wir mal schauen. Wir müssen, glaube ich, von hier ran, oder? Ja, wir müssen von hier ran. Die Frage wird natürlich sein, ob überhaupt der dann das Zeug pflanzen kann. Da bin ich ein bisschen am Zweifeln. Aber wir können es auf jeden Fall mal hinbringen. Und dann sehen wir ja, wie es weitergeht. Okay, das nimmt er an. 20 Stück, also soweit passt alles. Dann werden wir jetzt hier mal blink, 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 blink machen. Sehr schön. So. Ja, wir werden es dann sehen, wenn wir dann hochfahren, dass das doch ganz schön stressig ist. Das ist, glaube ich, mit die höchste Stelle hier auf der Map. Da, wo dieses, da, wo wir unsere Base sozusagen eingerichtet haben. Also das heißt, möglichst eigentlich wenig da hochbringen. Wir wollen schauen, dass wir möglichst viel runterbringen. So, dann fahren wir hier links. Und auch wenn wir da mit großen Baumstammlastern, so mit dem Sattelschlepper oder so, da fahren würden, das wäre dann auch, glaube ich, ziemlich anstrengend. Wäre übrigens auch eine spannende Geschichte, diese Forstwirtschaft vielleicht hier auf unserem Big Farm-Projekt anzufangen und dann vielleicht eins dieser flachen Felder eben zu nehmen, um dort die Bäume zu pflanzen. Das könnte eigentlich auch eine relativ interessante Geschichte sein, denn natürlich würde sich das anbieten, insofern als dass es die Sache vereinfacht im flachen Bereich. So, von links kommt nichts. Oh, da von rechts kam etwas. Und wenn wir dann dort eine komplette Möbelindustrie aufbauen würden, das wäre auch eine spannende Geschichte. Aber wir wollten ja da hauptsächlich natürlich mit den großen Maschinen arbeiten in unserem Big Farm Projekt. Und dann natürlich eben auch hier ganz, ganz große Felder betreiben, anpflanzen und ernten. So, jetzt kämpfen wir hier schon den Berg hoch. So, vierter Gang. Schalte dann nochmal runter. Acht Tonnen. Okay. Jetzt muss ich aber auch gerade mal überlegen, kann man das den Helfer machen lassen, die Bäume zu pflanzen? Oh. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir da überhaupt hochkommen mit dem hier. Nee, ich glaube es nicht. Ich glaube nicht, dass wir da mit dem hochkommen. Das werden wir umstellen. Wir werden es mit dem anderen machen. Okay.
Ja, da brauchen wir definitiv mehr PS, weil es ist halt nur mal einfach am Berg. Hilft nichts. So. Vergesse ich jedes Mal den Motor auszuschalten. Okay, dann werden wir mal das einfach mal hier abstellen. Okay, dann das Gewicht mal dahin schmeißen. So, hier vorne habe ich ein bisschen Schotter gemalt. Ist, glaube ich, auch nicht verkehrt. Okay. Gut, dann werden wir jetzt mal anfangen anzupflanzen. Halt, 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 stopp. So, dann fahren wir mal seitwärts hier hoch. Das dürfte etwas leichter gehen. Und jetzt bin ich mal gespannt. Kann man dem jetzt sagen, hier, Helfermarsch? Nee, kam ihm nicht. Kein Feld gefunden. Okay. Naja, okay, das ist fast klar. Jetzt müssen wir mal schauen. Hilfe an. Pflanzmaschine setzen. Okay, das ist wie immer einschalten. Ach. Ach du Schande, was ist denn da jetzt passiert? Hä? Nee, oder? Ich glaube, da ist ein kleiner Bug. Also so schnell können doch die Bäume nicht wachsen. Also da ist irgendwas. Okay. Okay. Ja, natürlich 25 Meter. Ups. Nee, Leute, das kann es ja nicht sein. Boden. Ach so, muss man denen vielleicht hier auch Bodenproben holen? Ich weiß es gar nicht. Lass mich mal kurz schauen. Wobei ist die Frage, bringt das was? Muss man da überhaupt düngen oder irgendwelche Sachen machen? Zack. So, Labor. Ja, auswählen. Nee. Okay, das können wir auswählen, aber das Gelände können wir nicht auswählen. Das macht dann keinen Sinn, da gibt es keine Bodenproben und nichts. Gut, aber was mich jetzt so arg ein bisschen irritiert, ist natürlich jetzt hier, dass wir hier die großen Bäume pflanzen. Oje, oje, oje. Oje, oje, oje. So, machen wir nochmal die Hilfe aus, weil dann können wir nämlich nochmal ein lustiges Thumbnail machen. Zack. Sehr schön. Denn auf der anderen Seite mit der Erkenntnis, weil wir sind jetzt schon bei 23 Minuten, schmeißen wir nochmal eins hin, oder? Das macht mich jetzt echt fertig. Okay, Freunde, mit der Erkenntnis werde ich jetzt hier noch ein paar Bäume pflanzen und diese 14 Bäumchen auch noch unterbringen. Aber seien wir mal ehrlich, also ich glaube, das macht jetzt wenig Sinn. Also da lügen wir uns auch ein bisschen in die Tasche. Also da müssen wir mal schauen. Also liegt das jetzt wirklich nur an dieser Fichte? Ist das das Problem? Aber sie wirkt auch, also sie sieht auch irgendwie so nach Baumsterben aus, ne? Also das sieht mir irgendwie so nach nicht gesund aus. Muss gepflügt werden. Ja gut, das ist die Frage. Wenn wir jetzt hier das ganze Gelände pflügen können, dann würden wir ja ein Feld erstellen. Dann könnte man natürlich auch mit dem Helfer arbeiten. Das wäre auch so ein Punkt, was wir dann mal durchtesten könnten. Okay, Fichte. Baumsterben. Also sieht ganz, ganz übelst aus. Also ich weiß nicht. Also so richtig gesund sieht der Baum nicht aus. Also fällen können wir den mit Sicherheit. Aber so richtig gesund, ich weiß ja nicht. Okay, an der Stelle lassen wir es gut sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und wir schauen einfach mal in der nächsten Folge, wie das Ganze dann aussieht, weil ich werde mir dann den Spaß doch erlauben, die Bäume auch gleich mal zu fällen und zu sehen, was passiert. Aber wie gesagt, im Ernst, wir werden natürlich dann andere Setzlinge holen und dann wirklich welche hinpflanzen, die auch wachsen, weil sonst ist es ja wirklich nicht real. Nee, also das geht gar nicht. So, werden da unten schön die Windräder drehen und ich hier jetzt mal hochgehe auf den Trecker.
darf ich mich recht herzlich bei euch bedanken fürs Zusehen mit wunderbarem Alpenpanorama aus unserer Alpenmap Neumedibrunn. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht, vor allen Dingen die Geschichte jetzt am Schluss mit den Bäumchen. Und sage wie immer Tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal hier bei mir auf dem Kanal.